dreckig 1-0 gewonnen. Egal, warum wir heute eigentlich nur die Spiele, wie es läuft oder wie man es, Hauptsache wir gewinnen. Im Endeffekt, ja, wir hatten zweimal Glück, zweite Halbzeit, müssen aber auch den Sack zumachen bei drei Riesenaktionen. Und deswegen, mir ist eigentlich scheißegal, 90 Minuten Spiel, 3 Punkte, alles fein. Naja, wir sind immer noch gelassen, weil der Anschluss ja da war. Und wir haben ja hier einen riesen Umbruch, auch von meiner Seite aus, mit dem Spielerischen, mit dem Kader. Und ja, die Jungs hatten so viel Pech, wirklich so viel Pech, wo wir Spiele unnötig in den letzten Minuten verloren haben. Und das haben sie sich heute verdient. Und wir sind gelassen, wir steigen nicht ab, das ist das A und O. Da sind wir uns sicher, da gibt es schlechtere Mannschaften und wir sind da. Naja, da war ich kein Trainer, da war ich bei Stern. Aber die Jungs haben eine überragende Moral. Also die von der Moral her, vom Einsatz her, ist es eine ganz, ganz, ganz klasse Mannschaft hier, wirklich, muss man sagen. Und ja, die Erfahrung haben wir, aber wir haben auch nicht Erfahrene für den Abstiegskampf. Aber ich sag nochmal, wir haben einen Umbruch und der Umbruch lässt Früchte immer mehr und wir sind spielerisch immer besser, besser. Und wir haben es selber in der Hand, wir sind nicht abhängig von anderen, dass die verlieren müssen, wir haben es doch selber in der Hand. Deswegen sind wir noch ganz ruhig. Naja, ich sag mal so, wir haben einen Komplettumbruch hier, auch im Vorstand. Wir haben einen Umbruch in der Jugend hier, wir haben einen Umbruch in der ersten Männer. Aber Landesliga ist erstmal Bundesliga, definitiv. Da ist das oberste Ziel, wir wollen halten. Wir haben hier viele Bezirksligamannschaften außenrum. Die grasen auch Spieler ab. Für uns ist es schwer, weil Heinersdorf ziemlich weit weg ist vom Zentrum. Aber wir sind durch den Umbruch auch im Vorstand mit Sponsoren, wo sie alles, die Pläne, wo wir haben wollen, wollen wir natürlich die Landesliga sichern. Und nicht jedes Jahr hier um Abstieg, sondern sichern. Und dann schauen wir mal in ein paar Jahren. Aber Landesliga ist erstmal Bundesliga.